Die Season 5 ist im vollen Gange und mit ihr ein neues Event, in der du das neue Sturmgewehr, die M13C, freischalten kannst. In diesem Event musst du 5 Kommandanten oder einen Juggernaut töten. Helis und Wilson zählen ebenfalls zu dieser Herausforderung. Und schon kannst du die M13C dein eigen nennen. Alternativ könntest du auch MW3 vorbestellen und dann bekommst du ebenfalls die M13C. Dieses Sturmgewehr, das als vielseitig und durchschlagstark beschrieben wird, hat während des Enthüllungsevents für Aufsehen gesorgt und wird in Season 5 voraussichtlich zu einem wichtigen Bestandteil dieser Meta werden. Falls der Name M13C vertraut vorkommt, liegt es daran, dass diese Waffe direkt von der M13B abstammt, jenen Sturmgewehr, das gegen Ende der zweiten Season von MW 2022 und Warzone hinzugefügt wurde. Man kann sie gewissermaßen als kleinen Bruder dieser Waffe betrachten, jedoch mit ebenso bösartigem Potenzial. Dieses vollautomatische Sturmgewehr erweist sich als äußerst vielseitig und durchschlagstark, egal ob es als Hauptwaffe eingesetzt wird oder als Unterstützung für Scharfschützen dient. Hier habe ich für dich das optimale Loadout für das M13C in Modern Warfare 2, einschließlich der empfohlenen Aufsätze und Tuning. Für weitere Waffenguides ohne viel Blabla, abonniere den Kanal und like das Video. Und jetzt geht es los mit den Aufsätzen der M13C. Alle bereit loszuschlagen? Ja. Ich sagte alle bereit! Ja. In Ordnung und los geht's. So, als allererstes bauen wir diese Mündung auf die Waffe, denn mit diesem Aufsatz kannst du den Rückstoß besser kontrollieren. Wir verbessern hier die horizontale und vertikale Rückstoßkontrolle. Da die M13C ein Sturmgewehr ist, sich aber spielt wie eine MP mit einer extrem hohen Feuerrate für ein Sturmgewehr, müssen wir hier mit dem linken Regler die Stabilität des Rückstoßes verbessern. Dazu musst du den linken Regler auf 0,36 stellen und mit dem unteren Regler können wir hier noch die Rückstoßkontrolle erhöhen. Dazu stellen den Regler fast ganz nach rechts auf 0,23. Mit dem ersten Aufsatz haben wir die Waffe schon mal viel ruhiger bekommen und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Aufsatz. Als nächstes verwenden wir diesen beliebten und bewährten Laser. Dieser Laser bietet überragende Zielgeschwindigkeit und Stabilität beim Zielen und gleichzeitig erhöhen wir noch das Nachsprint-Schusstempo. Mit der ZV-Geschwindigkeit können wir den Gegner schneller anvisieren. Die Zielstabilität lässt uns die Waffe ruhiger halten und mit dem Nachsprint-Schusstempo sind wir nach dem Sprinten mit der Waffe schneller auf dem Gegner. Natürlich haben wir hier noch die Möglichkeit im Tuning den Aufsatz weiter zu verbessern. Dazu musst du den linken Regler auf minus 3,2 setzen, um das Nachsprint-Schusstempo weiter zu erhöhen. Und mit dem unteren Regler können wir hier noch die ZV-Geschwindigkeit leicht anheben. Dazu musst du den unteren Regler auf minus 19,74 stellen. Als nächstes habe ich diesen Unterlauf verwendet, denn hier haben wir den Vorteil, dass wir hier die maximale Rückstoßstabilität erhöhen und das ganz besonders beim Dauerfeuer. Wie schon erwähnt, hat diese Waffe eine hohe Feuerrate und diese Vorteilspunkte von diesem Aufsatz helfen uns, die Waffe unter Kontrolle zu halten. Denn hier verbessern wir die Zielstabilität im Stillstand und die Stabilisierung vom Rückstoß. Weiter geht es jetzt in den Tuning-Einstellungen und da können wir mit dem linken Regler die Stabilisierung vom Rückstoß erhöhen. Dazu musst du den linken Regler fast ganz nach oben stellen auf 0,65. Und mit dem unteren Regler kannst du die Zielstabilität im Stillstand weiter erhöhen. Dazu stellen den Regler auf 0,21. Weiter machen wir jetzt mit diesem Griff, denn auch hier mit diesem Aufsatz werden wir die Rückstoßkontrolle verbessern und vorab werden wir hier in den Tuning-Einstellungen die ZV-Geschwindigkeit weiter erhöhen. Kommen wir jetzt zum Tuning von diesem Aufsatz. Mit dem linken Regler, wie gesagt, können wir die ZV-Geschwindigkeit weiter erhöhen. Dazu musst du den Regler auf minus 0,55 setzen und um das Nachsprint-Schusstempo weiter zu verbessern, um schneller nach dem Sprint mit der Waffe auf den Gegner zu sein, musst du den Regler auf minus 0,35 setzen. Und wie schon öfter erwähnt, hat diese Waffe eine wirklich hohe Feuerrate. Das heißt also, das Magazin ist relativ schnell leer. Somit müssen wir ein großes Magazin verbauen und da würde ich hier das 60-Schuss-Magazin empfehlen, damit du nicht so schnell an Munitionsmangel stirbst. Und hier zeige ich dir nochmal alle Aufsätze in der Übersicht. Und in diesem Waffenguide stelle ich den großen Bruder, die M13B, vor.